Hallo liebe Freunde auf YouTube, mein Name ist Dominik, ich bin Rechtsanwalt und das ist eine Sonderausgabe von Frag Dominik, denn wir haben so viele Fragen, ich komme gar nicht mehr hinterher, deswegen müssen wir heute schon am Dienstag anfangen, Frag Dominik abzuarbeiten. Und ich habe eine hervorragende Frage bekommen von Datames Gonvalon, der schreibt, vielen Dank für die tollen, informativen, gleichzeitig aber nicht langweiligen, mit einem Ausrufezeichen, versehenen Videos. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass meine Videos nicht langweilig sind. Vielen Dank für das Lob. Ich bin mir nicht sicher, ob du so eine Frage schon mal beantwortet hast, aber da ich seit geraumer Zeit überlege, nach dem Abi Jura zu studieren, kommt immer häufiger die Frage auf, gibt es in Sachen Kleidung, Haare etc. No-Gos? Nicht nur im späteren Berufsleben, aber auch schon im Studium. Was wäre mit Irokesenschnitt, Piercings, gefärbten Haaren etc.? Schon mal danke für die Antwort. Also grundsätzlich mal würde ich sagen, nichts ist unmöglich. Ja, man kann auch im Jurastudium wie überall, ich meine, ihr seid keine Angestellten beim Staat, ihr seid nicht irgendwie Arbeitnehmer, ihr seid ja im Prinzip im Studium, seid ihr euer eigener Herr. Das heißt, ihr könnt natürlich auch so rumlaufen, wie ihr wollt. Ihr habt, wenn ihr unter 18 seid, dann habt ihr vielleicht eure Eltern, die sagen, nee, 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 kein Piercing und keine gefärbten Haare. Aber im Studium, wenn ihr dann vielleicht auch eure eigene Studentenbude habt, im Wohnheim wohnt und so weiter, kann euch ja keiner verbieten. Ihr seid volljährig, ihr macht, was ihr wollt. Wie sehen alle anderen Jurastudenten aus? Das ist vielleicht die andere Frage. Die sehen schon, sagen wir mal, zu einem Großteil relativ ähnlich aus. Also sehr beliebt, wer von euch Jura studiert, weiß, dass sehr beliebt sind Timberlands, Segelschuhe, Steppjacken oder irgendwie so Wachsjacken, Barberjacken, Polohemden und so. Das ist der klassische Jurastudent. Gegelte Haare. Hatte ich auch früher, als ich noch Haare hatte. Und so sieht der typische Jurastudent aus. Ich würde mal sagen, so Irokesenschnitt, sichtbare Piercings, es gibt ja auch unsichtbare Stellen, das sieht man eher selten, aber warum nicht? Und bunte Haare sieht man auch eher selten, aber warum nicht? Ich glaube, im Studium kann man es da noch relativ entspannt angehen. Anders ist es dann später, wenn man arbeitet. Wenn ich jetzt überlege, wenn ich jetzt als Anwalt irgendwie mit gefärbten Haaren oder so ankomme oder mit einem Irokesenschnitt, was jetzt mit den drei Haaren da oben auch durchaus eine Herausforderung wäre, aber da muss man bedenken, als Anwalt ist man Dienstleister. Das heißt, man arbeitet für andere, man stellt seine Dienste anderen zur Verfügung und man muss sich insoweit natürlich auch in gewisser Weise, sagen wir mal, dem Bild des Anwalts stellen in der Öffentlichkeit. Wenn man jetzt einen neuen Mandanten hat, der kommt ins Büro rein, sieht einen, man hat grüne Haare, Chucks und eine kaputte Jeans, dann sagt er im Zweifel, was ist das für ein Anwalt? Aber man kann es natürlich trotzdem machen, aber man ist wie gesagt Dienstleister und so ein bisschen auf die Kunden angewiesen. Insofern könnte ich mir das im Zweifel schwierig vorstellen und ich kenne tatsächlich auch keinen einzigen Anwalt, der den Irokesenschnitt hat. Aber ich würde mal sagen, viele, die Phase der gefärbten Haare, so die Punkphase in ihrem Leben vielleicht, so zur Schulzeit noch haben, ich glaube später, wenn es dann um den Ernst des Lebens geht, wenn ich das so sagen darf, wenn es auch darum geht, irgendwie Geld zu verdienen und wenn man so langsam ja, ich will nicht sagen, seine Überzeugungen über Bord wirft, aber wenn man doch irgendwie anfängt, irgendwann ein bürgerliches Leben zu führen mit Kindern, Familie und einem Haus, dann verzichtet man im Zweifel auch auf den Augenbrauenring oder das Nasenpiercing und sagt, okay, ich bin jetzt bereit, als Anwalt zu arbeiten. Ist jetzt meine persönliche Meinung. Ihr könnt natürlich, wie gesagt, rumlaufen, wie ihr wollt. Anders ist es vielleicht, wenn ihr beim Staat arbeitet, im öffentlichen Dienst, kann ich mir durchaus vorstellen, dass da der Vorgesetzte sagt, Moment, so geht das nicht. Bei der Polizei zum Beispiel ist es ja auch durchaus immer wieder Gegenstand von rechtlichen Auseinandersetzungen. Wie darf jetzt ein Polizist aussehen? Darf der einen Pferdeschwanz haben? Muss er irgendwie darf man Tätowierungen und so weiter sehen? Das ist eine andere Frage. Also kommt so ein bisschen darauf an, was ihr machen wollt. Aber grundsätzlich würde ich auch immer sagen, man sollte sich auch nicht verbiegen. Das ist ja auch der Grund, warum ich Comedy mache und mein Kabarettprogramm habe. Auch wenn irgendwie immer wieder Leute sagen, wirst du als Anwalt noch ernst genommen und so. Sage ich, nee, wurde ich vorher ja auch nicht. Also man muss auch irgendwie sein Ding machen und dazu stehen. Und je mehr man dazu steht, desto weniger werden auch die Leute dann deswegen an einem zweifeln. Wenn man sagt, so, es ist so, das ist Teil von mir, ich mache das, ob ich jetzt irgendwie Musik mache, rappe oder ob ich auf der Bühne stehe oder ob ich Irokesenschnitt habe oder sonst wo irgendwelche Piercings, man muss auch irgendwie zu sich stehen. Insofern würde ich sagen, aber keine Ahnung, wie du aussiehst, vielleicht hast du einen Irokesenschnitt oder du überlegst dir einen zu machen. Du solltest jetzt nicht, weil du später vielleicht Jura studieren möchtest, das nicht machen, sondern wenn du Bock drauf hast, dann machst du was. So. Schlusswort für Frag Dominik, Sonderausgabe. Wie sehe ich, wie muss ich mich, welche Haare, welche Frisur muss ich haben, wie muss ich mich anziehen, wenn ich Jura studiere? Und ja, wir sehen uns morgen schon mit einem neuen Video, denn diese Woche ist die Videowoche.
Und ihr kriegt diese Woche, jede Woche, jeden Tag von mir ein Video. Insofern seid gespannt, was morgen dran kommt. In diesem Sinne, viel Spaß, einen schönen Abend und ja, wir sehen uns bald. Bis dann, macht's gut, euer Dominik.